Willkommen zurück zu Mario Maker. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mario Maker. Ja, was wird heute gemacht? Natürlich Levels gezockt, was sonst, also Online-Level. Und ich habe sogar, glaube ich, welche wieder von der Community zu zocken, nämlich Level von René. René hat mir zumindest gesagt, dass er irgendwie coole Level angeblich irgendwelche neuen gemacht hätte und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir mal. Und da sehen wir tatsächlich zwei Level, nämlich Hard Castle Part 1 und Hard Castle Part 2. Ich denke mal, das sind diese zwei neuen Level. Und ich denke, wir werden eines davon heute machen. Und dann machen wir bei den Leveln von Looks Like Link weiter, weil sehen seine Level echt nice sind. Und ihr seht schon, geringe Abschlussrate, das kann ein Spaß werden. Okay, dann zocken wir es. Der Weltrekord, den hält Joey, ein Deutscher, mit 5 Minuten 24. Ach du Schande. Das könnte ein Spaß werden. Dann schauen wir uns mal, was Hard Castle Part 1 zu bieten hat. Und im nächsten Part dann wahrscheinlich den zweiten Teil. Oh, fast schon mal gefällt. Eine Blume. Okay, dann lasse ich das andere Zeug stehen. Nicht, dass da dann irgendwelche Fallen sind. Ich meine, es passiert ja gerne, ne? Dass man irgendwo Fallen einbaut. Okay, da muss man warten. Man wäre vielleicht wieder gespinjumpt. Aber ich habe lieber gewartet, weil es wäre klar. Das war eine logische Aktion. Oh, wieder eine Feuerblume, okay. Er scheint wenigstens mit den Items fair zu sein, aber bestimmt wird halt auch die Schwierigkeit assi sein. Solange er jetzt nicht solche Invisible Coin Blocks baut, wie dass man hier von irgendeiner Klippe abspringen will, dann plötzlich ist dann Invisible Coin Block. Solange er das nicht macht, ist es eigentlich voll okay. Nur sowas nimmt, finde ich, den Spielspaß halt raus. Oh, ein Leben. Ja, sollen wir ihm vertrauen? Ich vertraue ihm mal. Okay, die Leute sind wenigstens des Öfteren fair, weil es gibt auch diese Troller, die dann... Das war meine eigene Dummheit. Es gibt halt dann auch diese Troller, die die Level so bauen, so, hey, geh da runter und dann ist da nur Fake und du stirbst. Oh, bitte ist da ein Item. Oh, eine Feuerblume. René hat ein Herz. Er ist ein sehr guter Levelbauer, der nett ist und Mitleid hat mit seinen Leuten, die seine Level spielen. Und das war dumm, dass ich den Panzer verloren habe. Aber immerhin sind wir hochgekommen. Nochmal eine Feuerblume. Okay, für das, dass die Challenges hart sind, ist fair gemacht, dass man immerhin... Das war jetzt cool animiert. Immerhin... Boah, wenn ich jetzt an dem getroffen worden wäre. Dann hätte ich mir sowas von den Faceballen gegeben. Oh oh. Okay, wie soll man denn da durch? Aber wobei... Ah, geile Idee. Nicht schlecht. Das Level gefällt mir bisher sehr gut, also... Kriegt auf jeden Fall... Wenn es bisher so, wenn's so weitergeht, so souverän, kriegt es auf jeden Fall einen Stern, weil das Level spielt sich echt gut. Ich habe aber jetzt auch beschlossen, nämlich ein bisschen strenger zu bewerten. Jetzt nicht übertrieben streng, aber dass ich halt nicht jedem der Community-Level einen Stern gebe. Das habe ich ja gleich so zu Anfang gemacht und ich werde nur ein bisschen strenger sein. Aber das Level, muss ich ehrlich sein, macht richtig Spaß. Abgesehen von meinen Dummheiten, dass ich mich manchmal so billig treffen lasse. Oh oh, jetzt sind wir klein. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Oh, da ist ein Pilz. Okay, puh. Sieht soweit gut aus. Mal sehen, was uns hier sonst noch so erwartet. Übrigens, wenn man sich gegen neben kugelwillige Kanonen stellt, falls das noch jemand nicht weiß, ich denke aber schon, dass es jeder weiß, dann schießt der halt nicht. Das ist ganz gut zu wissen, um da mal so Pause zu machen, zu verschnaufen. Oh, oh, oh. Jetzt wird's brenzlig. Aber wir haben einen Checkpoint, haben wir gesehen. Und es ist wieder eine Feuerblume. Haben wir auch. Das ist nice. Oh, es ist da so eine Flamme. Wow. Ah, das war jetzt so eine dumme Aktion. Man muss oben natürlich drüber. Das war jetzt sowas von meinem eigenen Fehler, Leute. Also, es hat nichts damit zu tun, dass das Level unfair ist. Im Gegenteil, ich finde das Level bisher sehr gut. Das war einfach nur die Ungeduld, ne? Okay, den killen wir. Und wir betreten rechtzeitig die Tür, das wäre jetzt fast sogar zu spät gewesen. Das wäre jetzt natürlich dann Oberfail gewesen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Blume drin war, aber ich glaube nicht. Aber hier irgendwo war ein Pilz, ich glaube da. Ja. Das will mal wieder groß sind. Boah, der Sprung ist fies. Aber hier war auch irgendwo eine Feuerblume. Au. Oh, doch nicht. Ah, dann wird's brenzlig. Nee, ich glaube danach war eine. Ja, aber ziemlich klein, das müssen wir alles first tryen.
Was wir natürlich machen, ne? Weil wir krass sind. Nein, Spaß, wir sind nicht krass. Also ich nicht. Aber wir sind durch. Da passen wir jetzt auf die Flammen, das wissen wir. Okay, dann nutzen wir die Zeit, wenn wir getroffen werden. Springen auf den. Und stehen gut da. Oh, das kam weg. Das war jetzt richtig fies. Oh, kein Item. Muss weiterhin geskillt werden. Da ist aber eine Blume. Sehr gerechte Itemverteilung. Zu einem schönen Schwierigkeitsgrad. Wenn doch nur jedes Level so schön wäre. Also von der Community. Oh, Cape. Ich liebe Cape. Auch noch ein Checkpoint. Ja, ich wollte gerade sagen, da A nicht üben ist. Oh. Da geht's irgendwie hoch. Ah. Ach so, ich muss an den Pau-Block. Ah, keine schlechte Idee. Wobei, ich kann eigentlich auch so einen Galumba hochwerfen. Können wir den ein bisschen austricksen, es sei denn, es war so gewollt. Naja, treffen muss man natürlich. Okay, hier sind gerade minimal viele Galumbas. Ah, ich treffe nicht. Nein, die ganze Zeit killt er den. Jetzt haben wir aber Freihaus. Ach so, da kommen mehrere. Alter. Geiler Battle, muss man sagen. Man hätte es halt, glaube ich, mit dem Cape leichter gehabt. Bin mir auch nicht sicher. Oh oh, sind wir klein. Der Battle ist nicht leicht. Jetzt trifft doch. Amen. Oh Gott, als ob der mich besiegt hat. Okay, bis gleich. Wir sind gleich beim Boss. Da habe ich Trottel doch ganz vergessen, dass er ja vor dem Boss einen Checkpoint eingebaut hat. Fail des Jahrhunderts. Tja, nicht aufmerksam gewesen, ne? Und umsonst gecuttet. Aber egal. Wir sind auch gerade deutlich besser als davor. Wow. Ach, da drüben ist auch so ein riesiger Goomba. Ah, den besiegt man sozusagen so. Alter, das ist ein cooler Bossfight. Den habe ich so auch noch nicht gesehen online. Nice. Gerne mehr solche kreativen Bossfights. Und jetzt wird er halt natürlich gekillt am Ende, weil er am Boden steht. Und das ermöglicht uns, zum Ziel zu kommen. Doch, wirklich, war ein cooles Level. Wir haben zwar gefailt ein paar Mal, ich glaube dreimal oder zweimal, ne, dreimal. Aber, geiles Level, muss man sagen. Und Mario kommt natürlich wieder nicht zum Ziel. Immer dieser arme Mario, ne? Aber es war echt ein gutes Level, muss man sagen. Wobei, mir fällt gerade was ein, was ich noch spielen könnte, außer die Level von... Ne, wobei, es geht doch nicht. Wobei doch, ich könnte euch cutten. Auf jeden Fall ein großer Stern und geiles Level. Freue mich richtig auf sein zweites von diesen Hardcastle-Leveln. Die sind richtig gut. Ich cutte euch kurz, weil dann kann ich ein anderes Level aussuchen, was ich mir gerne überlegen würde. Also so einen anderen YouTuber, von dem ich Level spielen wollte. Also bis gleich. Und hier hätten wir die Level von dem guten Luki. Und in YouTube heißt der Lukiji, soweit ich weiß. Ja doch, so heißt der. Lukiji. Und der hat ziemlich coole Level gebaut. Ich habe mal so ein bisschen was gesehen in einem seiner Parts. Und der scheint sehr schöne Kreativlevel zu bauen. Also jetzt nicht vielleicht auf Schwierigkeit, wobei sie jetzt auch, denke ich, nicht leicht sind. Aber ihr seht schon, die sind sehr schön designt, die Level. Und ich glaube, da werden wir unseren Spaß dabei haben. Und dann starten wir doch mal mit seinem ersten Level da unten einfach mal. Welches sich Fungi Forest nennt und 12,17% Abschlussrate hat. Also ihr seht, neben Design ist es auch noch nicht ganz so leicht. Ich habe auch nur kurz reingeschaut, also ich weiß nicht wirklich, wie die Level gehen. Ich habe nämlich das hier kurz gesehen. Ich weiß aber nicht wirklich, wie die Level gehen. Deswegen werden wir uns da blind einfach rantasten und schauen, was der gute Lukiji da so gemacht hat. Aber also designtechnisch kann schon mal einiges, ne? Hm. Okay, was kommt aus der Wabe raus? Gar nichts. Na gut, dann wird man wahrscheinlich da reinkommen. Okay, da ist eine Blume. Das habe ich, glaube ich, nämlich gesehen in seinem Video. Dass da eine Blume war. Aber mehr auch eigentlich schon nicht. Dann schauen wir doch mal, was in der Röhre uns erwartet. Okay, eine Untergrundpassage. Ah, diese schönen Edelsteine, diese rosanen und... Also, was heißt Edelsteine? Kristalle. Geht's da hoch? Ja, geht's. Ach Gott, was ist dumm. Alter, ich mach so billig Fails. Die Levels heute sind echt geil, aber ich bin einfach heute... Alles andere als gut. Das war der mit Abstand schlechteste Fail, den es gibt. Das war so billig, der Fail. Ich glaube, jeder von euch saß jetzt gerade dort und hat sich einen Facepalm gegeben. Zu Recht, ich habe mir auch gerade einen gegeben. Alter, was ein billiger Fail.
werde ich noch in 10 Jahren zu hören bekommen, Alter, dass dieser Fail einfach unnötig und billig war. Und ja, ich sehe es ein. Okay, dann halt jetzt nicht so unnötig failen, bitte. Okay, da ist ein Pilz. Immerhin etwas, falls man die Blume nicht findet. Oh, noch eine Blume. Ich wollte eigentlich jetzt nur da hochspringen. Okay, und immer sollen die Röhre rein, denke ich mal. Mal sehen, was da uns erwartet. Ein Checkpoint, okay, nice. Checkpoints habe ich gerne. Weil die immer so eine Art Aufschwung sind, dass man weiß, okay, ich bin zwar jetzt gestorben, aber habe eine gewisse Reichweite erreicht. Und ohne die Feuerblume sind wir jetzt natürlich ein bisschen ärmer dran. Aber da oben ist schon eine. Na dann. Aber wenn man natürlich so noobig ist... Oh, ein Propeller. Das habe ich jetzt gewusst, weil er mit einem Block darauf mit zum Pfeil hingewiesen hat. Deswegen habe ich da mal nachgeschaut und wir haben einen Propeller gefunden. Was ich doch sehr gut finde. Und ihr seht schon, die Level sind wirklich sehr mühevoll designt. Jetzt weiß man halt nicht, ob es irgendwo in die Röhre reingeht, ne? Ah ja, da geht's rein. Okay. Ah, da ist so viel Leben. Die sind gut für die 100 Mario-Herausforderungen, die Leben natürlich. Aber... Oh, das ist viel. Dann schauen wir uns nochmal weiter um, ob da noch irgendwo eine Röhre wohin führt. Vielleicht ist dem ja so der Fall. Und es führt irgendwo noch eine Röhre hin. Ne, die schon mal nicht. Ja gut, die eine ist die schwerste Röhre. Wahrscheinlich führt nur die wo lang, ja. Wir haben es probiert. Und dann können wir es ans Ziel machen, denke ich. War auf jeden Fall ein richtig guter erster Level. Vor allem designtechnisch halt. So ein richtig schönes Pflanzen- und gleichzeitig Höhlenlevel irgendwie. Wo draußen schöne Pflanzen und Garten und so ein Zeug darstellen soll und innen halt so Kristallhöhlen oder so. Sieht echt gut aus. War auf jeden Fall ein guter Anfangslevel. Vom Design her gibt es auf jeden Fall einen Stern. Es war zwar vom Schwierigkeit wahrscheinlich zu leicht, aber das Design, das war nice. Auf jeden Fall, und natürlich ist das erste Level, habe ich schon tausendmal erzählt, immer noch der Anfang, ne, von jedem. Jeder fängt mal klein an und mal sehen, was der jetzt noch für Sachen raushaut. Zum Beispiel Overgrown Mansion. Der sieht mir doch schon definitiv knackiger aus. Also beginnen wir es mal. Wieder von Lukigi natürlich. Okay. Na gut, klettern wir die Ranke hoch, oder ist hier noch am Anfang irgendwas Verstecktes? Ne, sieht nicht so aus. Okay, wir können da rein. Ja, Geisterhäuser sind meistens so darauf aufgebaut, dass man da ein bisschen rätseln soll auch. Ja, jetzt weiß ich nicht, vielleicht ist da unten ein Abgrund, ich wag's mal lieber nicht. Ich geh in die Tür. Ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er Troll-Level bauen würde. Wow, da wäre ich aber jetzt sogar fast drauf reingefallen. Geht's hier runter? Nee. Oh, Timing-Sache. Wobei es definitiv leichter ist, wenn man von unten hingeht. Aber nicht, wenn da der Block dazwischen ist. Sorry Leute, müssen wir nochmal eine Runde warten. Aber die sind ja relativ schnell unterwegs. Und raus aus dem Kreis. Sind es jetzt so eine Art Challenge-Räume? Das kann sein. Ja, sieht fast so aus, oder? Ich mag Challenge-Räume. Boah, hat der mich einfach eiskalt erwischt, weil ich ihn nicht gesehen habe. Alter Vater. Das war natürlich jetzt nicht so geil. Das war ehrlich gesagt sogar ziemlich asozial. Okay, da ist nur ein Buhu drin, das wissen wir. Aber eigentlich können wir auch von Ranke zu Ranke. Andererseits, oh, das birgt ein ziemlich großes Risiko. Ja, wobei, wir müssen einfach warten, bis der Kreis frei ist. Geht klar. Aber jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht wieder in den Buhu reinspringen. Der ist fies platziert. Okay, jetzt haben wir ihn zumindest schon mal angelockt. Alter, ich bin nicht gesprungen. Warum? Ich bin so dumm. Boah, ich wäre fast gerade einen Abgrund gerannt. Ja, wenn ich das gemacht hätte, dann... wäre ich aber auch in die Ecke gegangen und hätte mich eine Runde geschämt. Ich bin zu hektisch. Ich bin zu hektisch. Das Level ist nicht schwer. Es ist geil Design, aber es ist nicht so schwer. Es ist alles machbar. Es ist kein unfaires Zeug. Ich bin einfach gerade zu schlecht. Und das macht mich ehrlich gesagt traurig. Zu schlecht zu sein in einem Mario-Spiel. Finde ich nicht so gut. Also jetzt ein bisschen mehr anstrengen. Und nicht solche ultra-noobigen Fails, weil keine von dieser Fails war bisher wirklich, weil es schwer war oder so. Es war einfach alles nur die Fails der unnötigen Klasse.
Eigentlich würde ich jetzt Spinjumpen, aber es klappt von so einer Decke wahrscheinlich fast nicht. Egal, machen wir es so. Was erwartet uns die Monsters? Ja gut, geht klar, da sie nicht so springen. Okay, er zeigt weiter nach rechts. Hier ist ein Fließband. Oh, ein Fragezeichen. Ah. Nice. Weil man musste halt jetzt hier wahrscheinlich einfach das finden, weil alles versteckt war. Ah, da ist das Ziel. Ja, war auf jeden Fall nett. Ich fand zwar sein erstes Level besser, muss ich ehrlich sagen, aber es war auf jeden Fall nicht schlecht. Also es ist ein cooles Level gewesen. Also designtechnisch muss man sagen, hat Luigi einiges drauf, also melde dich bei Nintendo als Designer von den Leveln. Die anderen machen die Schwierigkeit, irgendwelche anderen, und du machst die Designs der Level. Das liegt dir echt. Ja, was könnten wir noch zocken? Gehen wir vielleicht nicht der Reihenfolge, sondern schauen uns noch was Interessantes um. Okay, das nächste sieht aber sehr interessant aus, nämlich Bowser's Challenge Park. Oder Kalange Park. Challenge schreibt man eigentlich mit E nach den zwei Ls, deswegen vielleicht ist es ein anderes Wort, kann sein. So, also auf jeden Fall Bowser's Challenge, Kalange Park, whatever. Hat eine sehr geringe Abschlussrate. Das heißt, hier hat er vielleicht ein ziemlich heftiges Level gebaut, das kann durchaus sein. Werden wir sehen. Ja, das sieht schon nicht ohne aus. Oben geht's nicht lang, oder? Oh, nee, geht's nicht. Und hier geht's auch definitiv ohne die Clownskutsche. Oh, das war ein bisschen lebensmüde. Okay, den haben wir mal bei seinem Laufbahntraining aufgehalten. Okay, was geht hier ab? Hammer Bros. Ich hasse Hammer Bros. Ihr wisst alle, dass ich sie nicht mag. Oh oh. Einfach ignorieren den Typen. Oh, der Sprung muss sitzen, ne? Genauso wie der Sprung. Das war ein Minisprung, den man jetzt machen musste. Sollen wir oben lang oder unten? Alter! Junge, das geht richtig ab, das Level. Hier ist Schluss mit. Ich chille. Hier geht's richtig ab. Und das war Fail. Ja, ich versuche eigentlich heute mal weniger zu cutten. Aber wenn's zu lange Fails werden, dann muss ich wieder cutten. Ich habe ja einmal unnötig gecuttet zu dem Boss hin. Hammer Bro, geh weg. Ich hasse den Hammer Bro. Aber es ist halt auch nirgendwo ein Pilz, ne? Oder ich habe einen irgendwie verschnarchen, dass irgendwo einer ist, also verschlafen. Das wäre natürlich Fail. Ich schaue jetzt mal lieber, ob man unten auch lang kann. Sieht bisher nämlich so aus. Weil unten wäre natürlich, denke ich, der angenehmere Weg. Ah, da ist eine Tür. Aha, jetzt sind wir hier oben. Wir haben uns Weg gespart. Ah, wahrscheinlich sollen wir auf denen sozusagen reiten, wie man es auch immer nennen soll, also lange drauf rumspringen. Können wir gerne machen. Habe ich da unten gerade einen Pilz gesehen? Nein, das ist ein Gegner. Oh, ich dachte, da wäre ein Pilz an so einem Teil dran. Okay, wir schneiden mal bis dahin. So, wir machen es jetzt einfach ab hier, weil es ist ja keine schwere... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nie was gesagt, Leute. Die Stelle ist mega schwer. Die hat Kaiser-Style. Das ist aber auch mal wieder typisch, ne? Ich sag, es ist nicht schwer, die Stelle, und dann prompt fail ich. Das ist so typisch für mich. Aber hier ist kein Item, das habe ich vorher schon gesehen, weil ich habe den vorher auch besiegt und... Ne, da ist leider kein Item. Alter, das ist so typisch für mich, dieser Fail. Oh, da drüben sind auch schon die Käfer. Vielleicht kann man auch mit den Spin-Jumpen da unten entlang. Aber eigentlich sind ja Kugelwillis leichter, wenn man mal ein bisschen mehr Skill mitbringen würde. Was ich ja offenbar gerade nicht habe. Also ich bitte euch, was ist jetzt hier dran so schwer? Ein bisschen auf den Kugelwillis rumjumpen. Vielleicht hatte ich jetzt mal einen Pilz eingebaut, das wäre sehr nett. Boah, so meine Feuerblume. Luxus, hier unten Checkpoint. Besser kann es ja nicht gehen.
Ah, das ist eine Piranha. Also doch, ihr seht, oh, ihr seht schon das Level. Macht keine Scherze mehr. Da will er alles wissen, da macht er richtig ernst. Aber cool so, ich mag Herausforderungen. Ich mag aber auch kreative Level. Ich mag beides eigentlich. So, hier ist jetzt Timing angesagt. Oh, Bowser, random Flammen hätten mich fast erwischt. Aber wir sind nochmal heil durchgekommen. Die killen wir einfach mal ganz geschmeidig, dann sind sie nicht mehr unser Problem. Aber wahrscheinlich jetzt Bowser, oder? Nee, geht noch weiter. Das erinnert mich jetzt so hart an die Dschungelwelt von Mario Bros. Wii, wo die auch auf diesen Teil drauf waren. Oh, noch ein Checkpoint. Ach so, nee, man muss dann auf dem Spin jumpen. Da habe ich gerade gemerkt, als ich die Stacheln da gesehen habe. Ah, da ist aber die Feuerblume nicht so gut. Aber gut, mit ihm trifft es eigentlich nicht. Boah, Alter, das sind einfach solche Viecher. Oh, jetzt ist die Frage, ist bei dem Knochen trocken was da an der Stelle? Ja, eine Blume. Münze hat mich schon gewundert, was da sein könnte. Hab ich so gefragt, eine einsame Münze? Ist da irgendwas? Einfach nur Troll. Ich dachte, da hätte er jetzt was platziert zu leben oder so. Oh, Alter. Ja, Bowser. Versuchen wir mal gegen ihn zu kämpfen, solange wir noch leben können. Alter, das ist aber so gut wie unmöglich. Bisschen challenging. Okay, das ist aber echt nicht leicht. Aber wir leben noch, Leute. Ah, oh, jetzt können wir nicht mehr. Doch, wir können ihn noch besiegen mit den Bob-Bombs. Aber das dauert 100 Jahre. Kannst du noch Bob-Bombs schmeißen? Ah, nee, bevor ich fail, gehe ich rein. Ich hab's versucht, aber ja, der Boss ist nicht leicht. Der Boss ist echt nicht leicht. Oh, es sieht mir aber noch einem coolen Ende aus, dass man da irgendwie auf diese Knochenbahn hüpft vielleicht. Ja, und dann geht man über dem Ziel drüber. Doch, das war definitiv jetzt ein viel anspruchsvolleres Level. War trotzdem noch schön designt, also. Ich würde sagen, bisher sein, ja, zweitbestes oder bestes Level. Ich würde vielleicht sogar sagen zweitbestes. Mich hat das erste so fasziniert, weil es so schön designt war irgendwie. Ja, das war's dann auf jeden Fall mit dem Part. Im nächsten Part werden wir vielleicht, ja, nicht nur vielleicht, da werden wir wahrscheinlich weitere Level von, ja, Lukigi, Looks Like Link und vielleicht auch, und definitiv noch das zweite Level davon. René zocken. Aber auf jeden Fall war es echt ein cooler Part. Ich fand die Level echt gut dieses Mal. Bin überrascht von euch. Einen Applaus. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt Super Mario Maker. Und ja. Oder Let's Fail Super Mario Maker. Also und ciao Leute. Haut rein, euer Andi Gamer.